Oh mein Gott! Das machen wir. Was hammerst du? Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Mittag und die Kleine kriegt jetzt erstmal ihren Mittagsbrei. Und dann wollte ich rausgehen für die Leona ihr Geschenk aufbauen. Der hat ja nächste Woche Geburtstag, wird schon 6 Jahre alt und sie bekommt von uns ein Trampolin. Also nicht nur von uns, sondern es ist ein Geschenk mit Oma und Opa zusammen. Und das möchten wir noch gerne machen, damit sie das auch schon benutzen kann zum Geburtstag. Mal schauen, ob ich das schaffe. Und ansonsten ist schönes Wetter, wir werden viel draußen sein. Und ich nehme euch einfach ein bisschen mit und ich wünsche euch viel Spaß. Das ist süß. Das Lätzchen geht ihr bis zum Knie. Ein bisschen groß, aber passt, ne? Ja. Lecker. Du sitzt leer und nicht filmen, Schatz. Was mache ich da? Wohin? Sitzen bleiben. Sitzen bleiben, genau. Kann ich nicht hinsetzen will. Kann doch gar nicht sitzen. Ich möchte da reingucken. Da. Das nennt man Brei. Karotte, Biohühnchen, Kartoffeln, glaube ich. Hier, warum baue ich das Trampolin auf? Also ich versuche das, weil Alex lernt. Weil ich denke, Alex wird mir helfen, sobald er durch ist. Er muss ja auch ein bisschen Pause machen. Ne? In der Pause ein Trampolin aufbauen und dann weitermachen. Ja, gute Abwägung, frische Luft. Und ich muss auch noch Mittagessen kochen. Es gibt heute Spaghetti Bolognese. Ganz, ganz einfach. Wir haben auch gestern. Gut gegessen. Gut gegessen, genau. Gestern gab es Steak. Die Maus hat ganz gut gegessen. Ein bisschen ist noch übergeblieben. Und ja, das Lätzchen ist teilweise sauber, aber wir haben es wieder mal geschafft, die weißen Socken schmutzig zu machen mit Brei. Mama kann es einfach nicht, ne? Trampel mal auf. Jetzt gibt es noch Wasser, ne? Gibt noch ein bisschen Wasser zum Brei. Klingt ja auch ganz gut. Jetzt gerade im Sommer bin ich froh drum, dass sie ein bisschen Wasser kriegt. In der Wärme. Ich kann mich noch daran erinnern, dass zum Beispiel Pauline nicht so gerne Wasser getrunken hat. Aber die Frieda kriegt ja auch noch ganz normal ihre Milch, also Reprennahrung. Aber zwischendurch trinkt sie gerne mal ein bisschen Wasser, Frieda. Ne? Gerade wenn es warm ist und du viel schwitzt. Ja, lecker. Selber halten? Kannst du auch machen. Ja, kannst du auch machen. Das kann ich auch machen. Ich wollte jetzt eben Frieda raus und Trampolin machen. Ja. Willst du mir Frieda rausstellen? Dann? Wo sind denn meine hübschen Hausschüchen? Hier. Schön warm von uns dann. Meine Schuhe sind gewaschen. Ja. Voll gut. Wie soll ich jetzt, oder? Wie du magst. Ich mach schon. Boah, ist jetzt schon warm, ne? Ja. Ich merke schon. Alex will nicht, dass ich das mache. Aber die können wir auf die Terrasse stellen. Die sehen aus wie neu, die Schuhe. Ich glaube, die stelle ich einfach auf die Terrasse zum Trocknen. Komm, geh lernen. Muss man ausschlagen. Irgendwie klappt das schon. Gibt sicherlich schönere Aufgaben, als die Wäsche aufzuhängen. Wann bauen wir den Pool auf, Schatz? Könnt ihr mich überhaupt sehen? Den Pool. Ja, hab ich auch schon überlegt, aber was nützt das da? Wird da nur direkt drin gesammelt. Wir haben ja keine Pumpe. Doch, erstmal die an. Meinst du, die läuft? Ich glaube, die ist nicht stark. Flugzeug. Wäsche trocknet, Körper sind leer. Frieda ist jetzt auch draußen bei dem schönen Wetter. Vielleicht kommt es auf die Decke, ne? Auf dem Rasen. Das sind hier die ganzen Pakete. Das ist die Leiter für den Pool. Darunter ist der Pool und drin steht auch noch was. Den wollen wir jetzt die Tage aufbauen. Wir warten noch auf die Sandpumpe. Und der soll, also dieses Hängeteil nach hinten, der soll hier hinkommen. Und das ist nur ein kleiner Pool. 366. Kommt dann hier hin und das Trampolin soll da hinten in die Ecke. Und dann ist der Garten auch voll. Und das hier ist das Trampolin.
Unijump. Und das ist auch ein kleines, weil wir halt keinen Platz haben. Danke. Boah, die Sonne. Egal, wird man schön braun. Eincreme. Ja, ich bin eh so empfindlich. Oh Gott. So wollen wir mal. Hä? Ja. Viel Spaß, ja. Oh, eine Challenge machen, wer schneller ist. Ich habe leider nur ein Trampolin. Aber ich habe einen Pool. Ich baue einen Pool auf und ein Trampolin. Den Pool wirst du nie alleine schaffen. Nein. Bestimmt auch eine Lehrerin. Dauert länger, oder? Der Pool 60 Minuten steht im Internet. Trampolin steht aber auch 60 Minuten. Du musst lernen. Aber ich hätte jetzt schon gerne einen Pool, ne? So, ich lasse das die Zeit mal verlaufen, wie ich den aufbaue. Oder auch nicht. Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Also, ich habe das Trampolin auf Amazon gekauft. Und es ist halt ein schön kleines Trampolin. Das ist 1,83 im Durchmesser. Mehr hätte gar nicht gepasst, aber so viel braucht man auch gar nicht. Ich glaube, bis 100 Kilo können drauf. Also Alex kann da auch drauf springen, wenn er mal will. Hier ist die Anleitung. Und so soll es am Ende aussehen. Da ist auch ein Netz drum. Sprungtuch. Okay, man fängt an mit dem unteren Gestell. Ich habe mir jetzt alles zurechtgelegt. Ich zeige euch das mal. Ich habe gerade zu Alex schon gesagt, das sieht aus wie Schwimmnudeln. Ich habe das versucht, so alles so ein bisschen in Einzelteile zu legen, dass ich sehe, was ich habe. Als erstes Aufbau des Rahmens. So, jetzt sieht man ungefähr schon mal, wie groß das ganze Teil sein wird. Ich bin aus zwei Mannequins abgeblieben. Schatz! Ja? Hier steht, es sind zwei Leute zum Aufbau erforderlich. Ich versuche mich jetzt gerade im Internet zu belesen, wie viele Federn wir brauchen für das Trampolin. Also alle brauchen wir nicht, weil alle ist bis 100 Kilo. Ich mache einfach jeden zwei. Ja. Das reicht. Man kann das ja auch fühlen. Meine Pauline wird uns gar nicht springen können, wenn da zu viele Federn sind. Das zieht man mit so einem Werkzeug einfach rein. Ich hätte es mir echt schwieriger vorgestellt. Wird bestimmt gleich schwieriger. Volle Spannung, ne? Ja. Ach, es ist so heiß. Aha. Soll ich helfen? Ich ziehe auf. Alles gut. Das war bestimmt immer über Kreuz machen. Ja. So wie bei Schrauben. Zieht sich gleich schon hin. Easy kann gut reden. Eigentlich wollte Easy aufbauen. Jetzt ist doch Alex mit dabei. Aber alleine, da steht echt, dass man zu zweit aufbauen soll. Alles gut. Mein Video so. Geht gleich online. Ich glaube. Okay. Jetzt die Abdeckung bestimmt drauf. Das könntest du schon drauf. Nee. Leider bei Leona. Ja, die Schrauben sind aber gar nicht unten drin. Ja, für die Füße. Es ist so warm mit der Sonne. Schon uns was zu trinken geholt. Hätte ich ja nicht gedacht, dass man so viel fehlen muss. Muss aber auch sicher sein. Ne? Genau. Schön nicht verkehrt. Da muss dieses Sicherheitsnetz da reinfädeln. Durch jede einzelne Lasche. Stell dir vor, du hast so ein 4,80 Meter Trampolin. Ja. Oder 5 Meter. Ja. Dann abbauen und aufbauen jedes Jahr. Ein Video ist gerade hochgeladen. Ich mache Mittagessen. Es gibt ganz normale Nudeln. Mit Tomatensauce. Schnucki. Ja, Schnucki. Ja. Frieda ist derzeit sehr ungeduldig. Also wird immer gemeckert, wenn sie nicht dahin kommt, wo sie hin möchte zum Spielzeug. Und sie kann jetzt sich langsam schon so zurückschieben und sich halt einmal so im Kreis drehen. Sie kommt überall hinten, mittig, seitlich, wie auch immer, kommt überall dran. So, wir haben fertig gegessen. Da, Trampolin steht. Dip, dip, dip. Kinder werden sich freuen. Man sieht, es ist wirklich jetzt nicht groß, aber muss auch gar nicht. Das reicht vollkommen. Man kann noch runterrutschen, man kann noch überall lang. Und Alex ist jetzt motiviert, glaube ich, den Pool aufzubauen. Jetzt haben wir noch Zeit. Ja, es ist aber auch schönes Wetter jetzt, ne? Das muss man auch zu zweit machen. Und den Rasen kaputt, ne? Genau, Rasen kaputt machen. Den wir letztes Jahr so sorgfältig verlegt haben, ne? Bitte? Den wir letztes Jahr verlegt haben. Darf ich? Ja, bitte. So sieht der aus. Der ist 3,66 Durchmesser, ne? Und 1,22 hoch. Also mit Wasser voll 1,7 Meter. Kann Leona gerade drin stehen. Die ist 1,22. Das sieht voll wenig aus, ne? Für einen Pool.
Also muss unten eine Plane drunter legen. Die müsste dann hier drin sein, Schatz. Das hier ist nur die Leiter. Mhm. Das war ja so ein Gesamtpaket. Das Gute ist, wenn wir Fragen haben, können wir bestimmt Verena anrufen. Ich bin ja auf Leonas Blick gespannt. Da ist Trampolin. Frieda schläft ganz brav und macht den Mittagsschlaf. In der Sonne ist es kaum auszuhalten. Ich bin ja überhaupt nicht der warme Typ. Also. Jetzt sieht man mal die volle Größe. Hä? Boah, ist ganz schön. Aber es sind die Wände. Also alles gut. Ja, das Weiße sind die Wände. Ach, liebe Neune, die Plane muss noch drunter, Schatz. Unter dem Pool. Hier ist keine Plane dabei. Nein? Wieso macht man so ein schönes Muster da rein? Also kann man es einfach auf den Rasen stellen? Ja, Rest können wir einfädeln wieder. Ja, gut. Der war 3,76. So, jetzt in die Richtung. Eine Lage. Oh mein Gott! Was machen wir? Was hammerst du? Ja. Aber sieht man die Plane dann später, ne? Ja, die fehle ich dann drunter her. Also. Ja. Das ist einfach so liebe. Oh Gott, ey. Gott, das sieht aus. Wollt ihr nicht noch Hochbeet hier hinlegen? Wohin? Ja, wir hatten irgendwo ein Auslassventil. Das ist das, ne? Ja. Hilf mal an. Ja, hilf mal an. Weißt du, wie schwer das wird? Fallen? Ja. Nicht so weit in die Ecke. Den können wir ja noch drehen dann, wenn aufgebaut ist. Aber so ist schon okay. Riesenplanspeck. Das erzähle ich in meinem Video, dass wir vielleicht irgendwann umziehen werden, dass wir solche Pläne haben. Und wir kaufen einen Pool. Hast du schon erzählt? Ja, so angedeutet. Okay. Also nur angekündigt, dass es sein könnte. Habe aber noch nichts Genaues erzählt. Das ist noch nicht reif genug für die Pläne. Aber sowas kann man ja mitnehmen beim Umzug, ne? Das ist ja wie beim Trampolin ganz entspannt. Hier stehe das Frame Pools 8. Frame ist hier Rahmen. Das sieht 8. Wie aus. Hä? Alex ist eigentlich größer als ich. Ja. Stirb. Das ist nicht ungewohnt. Also das ist der Steher und das ist der Querverbinder. Steher und Querverbinder. Hier sind einfach Rohre, Alex. Ich habe jetzt Alex die ganzen Stangen da abgefädelt, die Folie rausgemacht. Und zieht das rein. Übrigens sind die Kinder, Leona und Paulina, mit Oma im Tierpark. Was? Ich erzähle, dass unsere Kinder im Tierpark sind, damit wir es ja auch in Ruhe aufbauen können. Ach, Ziegenstreiche. Wie klipse ich die denn zusammen? Mit Schrauben? Ah, wenn man schon ein Haus in einem halben Jahr umbaut, kriegt man auch einen Pool aufgebaut. An einem Tag. Das stinkt voll nach Gummi. Mit drei Kindern praktisch auf jeden Fall. Ich kann mir gar nicht vorstellen, hier mal zu schwimmen. Nee, ne? So? Nee. Ja, jetzt kann ich mir das auch nicht vorstellen. Auch nicht, ne? Ja, ist doch bestimmt schön. Ja. Gerade in der WM. Fußball gucken, grillen. Wenn es zu warm wird, eine kleine Runde im Pool. So, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich sehe nämlich nichts im Bildschirm, weil die Sonne vorleuchtet. Ich habe jetzt die Aufgabe, hier die Stecker zusammenzustecken. Ich muss immer dieses kleine Haube da drüber ziehen. Und gebe die dann Alex direkt drüber. Und er bringt das an. Ich glaube, wir hätten doch eine Challenge machen können. Wer zuerst den Pool oder das Trampolin aufgebaut hat. Ja. Weil aufwandmäßig ist, glaube ich, beides gleich. Wie lange hast du das Trampolin gebraucht? War schon eine Stunde, ne? Oh, ich weiß es gar nicht. Übrigens, viele fragen, wie ich vorankomme mit meinem Traumkörper. Alex hat übrigens auch 3 Kilo abgenommen. Aber er hat das gar nicht geplant oder so. Einfach so. 3 Kilo abgenommen. Ich habe auch 3 Kilo abgenommen. Aber das ist ja... Gewicht spielt ja keine Rolle, sondern nur, dass der Körper straff wird. Ich frage gleich Verena. Ansonsten fahre ich Montag eben in dieses Poolgeschäft und hole richtige Sandpumpe, bevor die das liefern, weil die haben irgendwie bis zu 14 Werkstagen Lieferzeit.
Das ist jetzt Hochsaison, ne? Ja. Dann fahre ich. Ja, dann fahre ich lieber ins Geschäft und nehme die direkt mit. So schwer kann die ja nicht sein und groß, oder? Frieda ist auch voll kaputt von dem Wetter. Die schläft schon wieder richtig lange. Ich habe sie übrigens nackig reingelegt ins Bett. Ja? Ja. Also nicht komplett nackig, sondern nur mit Windel, weil es so warm ist in ihrem Zimmer. Du brauchst immer zwei pro Stange? Ja. Dann verteile ich dir die gleich. Dann lege ich die wieder mal hin. Du kriegst jetzt schon Sonnenbrand. Nacken. Ich will mich einkriegen, so. Man denkt immer, ach, das passiert schon nicht. Dieser Apfelbaum bekommt Blüten. So schön. So, der Rahmen ist oben fertig. Jetzt kommen die Stangen. Die Füße habe ich schon ausgepackt. Ich hoffe, das sind die Füße. Das hat das noch alles keine Form, weißt du? Kommt gleich. Auch gutes Training, ne? Ein bisschen Pool aufbauen. Was? Auch ein gutes Training zwischendurch, Pool aufbauen. Ich hänge dir eine Stange ein. Okay. Kannst eine Stange schon mal mitnehmen, dann komme ich gleich zu dir. Boah, das ist groß. Soll ich auch schon eine Stange reinmachen? Jetzt sehe ich meine Terrasse gar nicht mehr. Ich nehme das zurück von wegen, der nimmt nicht viel Garten weg. Kenne ich nicht. Was? Jetzt kenne ich. Das ist auch was für Leona. Ich nehme jetzt erstmal die Pumpe, die dabei war, und dann nehmen wir noch eine gute. So, Alex baut jetzt die Leiter auf. Der Pool steht jetzt. Wir müssen Wasser reinlaufen lassen, aber erst muss Alex in den Pool klettern. Dafür brauchen wir die Leiter. Die Plane von innen richtig machen. Und dann lassen wir schon rein, ne, das Wasser. Ja, testweise, genau. Und dann, wenn Wasser drin ist, kann man die Folie halt drunter rollen, dass man das nicht mehr sieht. Coole Anleitung. Ja. Es geht. Also eine Stunde braucht man auf jeden Fall. Oh, sieht echt gut aus. Wir haben den jetzt noch ein ganzes Stück nach hinten geschoben. Das sieht man, glaube ich. Jetzt kann man hier vorne auch noch langlaufen. Die Kinder können hier spielen. Achso, die Hängematte, die kommt erstmal in den Keller. Die wird dort eingelagert. Weil die Kinder kommen da halt nicht alleine drauf. Es ist ein bisschen unpraktisch. Oh Gott. Eine wackelige Angelegenheit. Und von da runter springen. Wow, schöne Höhe, du. jetzt könnte ich mal oben Glasfläche sauber machen. Wahnsinn, das sieht so grün aus. Dann macht man so. Okay, verstehe, damit die Kinder nicht einfach reingehen können. Genau. Voll gut. Das ist sehr gut. Ja, voll gut mitgedacht. Gerade unsere Pauline. Ja. Steht wahrscheinlich, man darf da nicht von runterspringen und so, ne? Nee. Doch. Doch, ist geil, das macht. Hier. Kein Körper in den Pool, okay. Ja, ich hätte die jetzt auch davor geschoben, weil da sind auch diese ganzen Warnhinweise, dass man die vielleicht nicht so sieht. Da hatten wir noch gedacht, über die Pumpe irgendeinen Kasten, dass sie auch nicht so laut ist. Wackelig. Ein bisschen schief steht die auch, müssen wir dann auch ein bisschen umstellen. Könntest du dir vorstellen? Und das ist kalt, Schatz. Guck mal, wie tief das ist. Wo ist denn die Linie? Wo ist die Markierung? Hier oh, so voll. Ja. Du bist ja komplett drin. Ja. Kannst auch richtig tauchen lernen, die Leona. Genau, man soll den Boden platt ziehen. Alex macht's mit den Füßen. So. Darauf haben wir hingearbeitet. Achtung. Na, easy. Mach keinen Scheiß. Oh easy. Mann. So ganz bestimmt nicht. Ich wollte dich nur nass machen, das hat nicht geklappt. Oh Mann. Ich mag das nicht. Ich weiß. Alex ist nicht gerne nass. Ja, nicht so. Das wird jetzt schon richtig geil sein hier. Das geht. Geschafft. Sieht echt groß aus. Das ist heftig. Du kannst echt eine Matratze hinlegen. Ja. Und die schönen Sonnen. Groß wie unser Haus. Voll schön. Ach, hier der Fernseher. Planschbecken. Cool. Ein neues Planschbecken hier. Was hast du da mitgebracht? Ein Luftballon. Cool. Der darf nicht nach draußen. Nee, der fliegt weg. Rechts steht dein Geburtstagsgeschenk. Ein Trampolin. Ja, von Oma, Opa und von uns beiden. Von Pauline, Frieda, Mama und Papa. Danke. Ihr seid die. Hui, hui. Ist da auch drauf? Komm, Pauline.
Pauline. Glück. Super, da macht man langsam, wenn Pauline drauf ist. Aber super. Alex hat jetzt die Plane drunter gefummelt. Es füllt sich langsam, aber es dauert halt. Nicht schlimm. Frieda lag eben noch draußen, die Kinder sind jetzt drin. Ehrlich gesagt, es ist richtig warm. Die waren den ganzen Tag draußen, deswegen gehen wir jetzt rein. Hallo Alex. Er macht alles hier mit Kabelbindern sicher, ne? Ja, Leona hat sich sehr über ihr Geschenk gefreut. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Und ja, Pauline hat da ja auch was von, ne? Frieda hat gerade ihre Flasche bekommen und rollt jetzt hier drin rum. Die Mädels dürfen eine Folge Peppa Woods gucken. Ein bisschen ausruhen. Wie gesagt, die waren mit Oma den ganzen Tag im Tierpark, sind Zug gefahren, war den ganzen Tag draußen in der Wärme. Jetzt ist es auch mal ein bisschen gut. Ja, willst du da reingucken? Was ist da drin? Und Frieda ist derzeit in einem Alter, wo sie halt alles genau beobachtet. Zum Beispiel einen Würfel guckt sie rein, sie guckt drunter, es ist total süß. Also da kann sie sich richtig lange beschäftigen. Alex macht jetzt draußen noch den Schuh fertig, dann warten wir, bis eingelaufen ist. Es soll heute Abend gewittern. Haben mir gerade meine Schwiegereltern gesagt, donnern und blitzen. Mal schauen. Die Kinder wollen unbedingt rein und sind sehr ungeduldig. Pauline hat deswegen auch schon geweint, aber müssen sie halt noch ein bisschen warten. Alex ist jetzt immer noch ganz fleißig, der kann gar nicht heute aufhören mit der Gartenarbeit. Der macht jetzt gerade noch so die Stellen kurz, wo der Rasenmäher nicht rankommt. Ja, fleißiger Mann. Auf jeden Fall. Gesagt, du bist ein fleißiger Hausmann. Ist Sonntag sowas verboten? Rasenmähen? Weiß ich nicht. Es ist ganz schön ruhig hier. Keiner mit Rasen. Ich glaube, ich lasse es erstmal sein. Oh, okay. Ja. Oder? Was denkst du? Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal hier. Ja, wir nehmen Rücksicht natürlich. Ich habe auch keine Ahnung. Aber sieht viel besser aus, wenn man das dann wegmacht. Mhm. Das wird mit dem Trampolin ja auch so sein. Und die Pauline spielt im Sandkasten. Nicht heute, Schatz. Aber geht das schnell? Warum packen wir das denn hin? Das Problem ist ja genau das Einpacken. Ein Karton einpacken irgendwo, ne? Was ist schwül? Man merkt, dass Gewitter aufzieht, ne? Ich würde das nicht in Karton, ich würde das mit Seilen oder so festbinden, alle drübereinander legen. Das können wir natürlich perfekt dafür benutzen. Was willst du Abendessen? Weiß ich nicht. Weißt du, von wo das kommt? Ja, das ist von dem Schiffchen. Von dem Wasserspiel hier. Ja, das kommt da irgendwie rein. Also die Pumpe kommt eigentlich an diese Stelle. So, dann kann man das Wasser anpumpen. Das ist abgefallen mit der Pumpe zusammen. Aua. Entschuldigung. Innen drin vielleicht? Ja, irgendwie. Nee, es muss ja unten ansaugen. Ah. Das hat Spaß, ne? Das geht aber so gut. Jetzt ab geht's! Geht schon. Geht schon. Noch so trocken. Wird der Mann noch mal selbst zum Kind, ne? Das macht Spaß auf jeden Fall. Ich hoffe, es wird nicht zu stark, dass hier alles wegfliegt. Ach Quatsch. Klar, ne, unser Trampolin. Gerade aufgebaut und ne, morgen schon wieder in Schutt und Asche. Upp, Pumpe weg. So ungefähr. Oh nein. Ich habe gelesen, es dauert den ganzen Tag. Was machst du denn da? Ich gucke. Ich Alex retardiert immer. Lass mal langsam reingehen. So ist kalt. Weißt du das? Ist kalt? Jetzt muss ich erstmal aufwärmen über den Sommer. Wir haben nicht mal eine Luftmatratze. Jetzt so ein fettes Rieseneinhorn. Kennst du diese Matratzen? Oder so eine was mit einer Palme oder so? Was gibt's denn für sie? So ein Schwimmring oder was? Die braucht Schwimmflügel. Was ist denn los? Wenig. Ich hasse es im Haus mit Schuhen rumlaufen. Es ist jetzt 16 Uhr und eigentlich schläft sie nachmittags immer noch mal ein halbes Stündchen. Geht dann um 19, 20 ins Bett, aber jetzt gerade schläft sie nicht. Kann auch sein, dass sie jetzt wach bleibt und dann um 6 ins Bett geht. Das passiert auch. Guck mal. Oh, auf dem Bauch. Mama dreht. So, ich habe jetzt mal die Spieluhr angemacht. Sie lag auf dem Bauch. Mal schauen, ob sie jetzt einschläft. Wenn nicht, nehme ich sie raus und dann geht es heute Abend früher ins Bett, dann um 6 oder so. Hier ist alles offen.
So, meine Lieben, wir werden jetzt auch noch Abendessen. Und ich hatte eh mal vor, bald wieder eine Abendroutine für euch zu drehen. Aber das wird, glaube ich, das Video viel zu lang. Naja, seht ihr in diesem Video ganz viel, wie wir unseren Pool aufbauen und alles draußen fertig machen für die Kinder. Ich habe gerade auf Instagram schon gepostet, dass wir jetzt den Pool haben. Und ganz viele Kommentare, oh nein, euer schöner Rasen. Ja, der Rasen geht kaputt, das ist klar. Aber was soll man machen? Und ich habe lieber im Sommer einen Pool für die Kinder, anstatt einen schönen Rasen. Das werden wir dann nachsehen. Die liebe Verena von der Backlounge hat ja auch den Pool. Und sie sagte auch, das siehst du ein und dann ist er im nächsten Jahr wieder schön. Was ist? Ich werde mal gerade filmen, es ist abends. Und es regnet und donnert und blitzt und Alex läuft mit den Mädels durch den Regen. Einfach, um ihn schon mal vorweg irgendwie Angst zu nehmen vor Donner und Gewitter. Aber die Plane ist gerade reingefallen. Und jetzt ist gerade Essen gekommen. Genau, es gibt Gyros. Tadam. Oh, voll lecker. Ich habe voll Hunger. Frieda hatte gute Nacht frei. Gute Nacht frei von Holle. Das ist der Grießbanane. Und der schmeckt ihr sehr gut. Nicht gedacht. Und ich mache jetzt gerade die Portion Milchpulver fertig für die Nacht. Eigentlich wollte ich diesen Vlog schon beenden, aber das zeige ich euch jetzt noch ein bisschen. Dann siehst du, wie die durch den Garten hetzen. Ich zeige euch das mal. Jetzt kommst du in das eiskalte Wasser. Oh oh, in den Pool. Ich habe jetzt gerade auch schon mal die Spülmaschine angeschmissen, weil uns einige Flaschen fehlen. Oh, hat geblitzt. Es fehlen uns einige Flaschen und die müssen wir für die Nacht vorbereiten. Das stelle ich schon mal hoch. Wow, jetzt fängt sie an zu donnern. Frieda guckt auch ganz neugierig. Ich habe echt Hunger, wir sollten jetzt mal essen. Oh. Frieda hat sich auch ein bisschen erschrocken. Darf ich nicht drauf achten? Das ist richtig schön. Die müssen heute alle baden. Alle gehen baden. Die waren alle im Sand und sind klitschen nass durch den Regen. Paulina auch. Wir haben hier auch noch Tzatziki und Kartoffelsalat und Oliven und so. Morgen muss ich wieder einkaufen. So, meine Lieben, ich verabschiede mich jetzt wirklich endgültig bei euch und ich würde sagen, bis bald. Tschüss.